Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und heute gibt es eine kleine Schnellbesolung in Sachen Lighthouse. Ich war für euch jetzt knapp 3 Stunden auf Lighthouse unterwegs, habe die Exfils rausgesucht, habe ein paar Spawns für euch und einige Stellen, die ihr meiden solltet, sprich Minen, Sniper und so weiter. Ja, und ich werde das Video auch gleich online stellen, wenn ich es fertig gerendert habe. Es ist dann wahrscheinlich nur noch in der SD-Version da. YouTube braucht eine Weile, um die HD-Version zu rendern, aber ich möchte es euch schon zeigen, weil der ein oder andere wahrscheinlich schon geil auf Lighthouse ist. Also ja, dann nicht lang quatschen. Viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder Like, da würde ich mich freuen. Und wir sehen uns. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Wir sind im Tunnel gespawnt. Das ist ganz hinten im Süden. Hier haben wir auch schon unseren ersten Extraction Point. Dafür braucht ihr als PMC allerdings einen Scav und als Scav einen PMC. Laufen wir weiter Richtung Norden. Zu unserem Mountain Pass. So, an dieser Kurve. In dieser Kreuzung sozusagen, da oben sehen wir das USEC Camp, wo die Raiders oder Rogues spawnen. Ich habe mich mal entschieden, hier die Straße lang zu laufen. Man hätte wahrscheinlich auch abkürzen können, aber das überlasse ich dann euch. So, es zieht sich ganz schön. Habe ich auch noch was Lustiges entdeckt, und zwar scheint an dieser Stelle Nikita sein Lighthouse gefeiert zu haben. Sieht ganz so aus. Ich hoffe, er hat sich da nicht noch runtergestürzt. Okay, aber weiter geht's. Richtung USEC Camp. Laufen einfach durch. Ist auch aktuell ungefährlich, weil ich im Offline-Modus unterwegs bin und die NPCs deaktiviert habe. So, und dann laufen wir durch die Tür durch und hier hinten raus. Über den kleinen Felsen drüber. Da unten sehen wir das Ressort. So, und dann einfach hier weiter Richtung dieses unscheinbaren Felsens hier hinten. So, und da ist er auch schon, der Exfil. Hier geht's runter zum Ressort. Von der Seite könnt ihr natürlich auch hochkommen. Ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich angenehmer für euch. Ich weiß nicht, wie als Bär schießen die USECs ja auf euch. Und als USEC wirst du auch beschossen, wenn du vorher auf einen USEC geschossen hast. Also ist die Seite wahrscheinlich die gefahrloseste, um an dieses Exfil zu kommen. Wir laufen jetzt weiter zum nächsten Exfil, hier wieder die Straße lang, auf unserer Hauptstraße möchte ich es mal nennen, die sich quer über oder quer durch die ganze Map zieht. Von da hinten sind wir gekommen, da geht es nach Süden. Da oben nochmal das USEC Camp. Und wir laufen einfach mal jetzt weiter und suchen unseren Shoreline-Exfil. Da sehen wir auch schon im LKW links und im Bus rechts auf der rechten Seite. Hier biegen wir ab und kommen in ein kleines Dörfchen. Pass to Shoreline heißt der Exit. Und den wollen wir jetzt suchen. Einfach hier durch das Dorf durchlaufen. Wir interessieren uns erstmal nicht für die Häuser und sonst irgendwas. Bis die Kurve kommt, dann nochmal hier und da seht ihr diesen Hänger und hier unten diesen kleinen roten Rucksack und da haltet ihr euch rechts, lauft hier hinten durch und seht schon die ersten Holzhütten durchschimmern und ja, hier ist er auch schon. War alles gar nicht so einfach zu finden. Ich habe mir hier echt den Oppo abgesucht, muss ich euch sagen. Und Dark of Wiki war nicht besonders hilfreich mit ihren Bilderchen. So, wir laufen wieder zur Hauptstraße zurück.
und machen uns dann auf zu unserem nächsten Ex-Phil. So, da vorne sehen wir das Schild und passt auf rechts, links von dem LKW sehen wir kleine Schildchen hier. Und der Matze war ja neugierig und wollte gucken, was auf den Schildern steht. Was da passiert ist, zeige ich euch am Ende nochmal. Auf alle Fälle, so viel sei schon mal verraten. Bitte meiden. Jetzt sind wir am Klärwerk. Das lassen wir rechts liegen. Laufen einfach weiter hier an diesem umgekippten LKW vorbei. Da auch nicht lang. Einfach weiter so. Und jetzt kommen wir an die Straße, die so ein bisschen sandig ist. Und die laufen wir hoch. Sind jetzt zwischen Klärwerk und Bahnhof. Wenn wir hier links durchgehen würden, würden wir zum gepanzerten Zug kommen, was auch ein Exit ist. Das zeige ich euch gleich, nachdem wir hier den Military Checkpoint uns angeschaut haben. Lauf die Straße einfach bis hinter am Klärwerk vorbei, an der Mauer weiter. Und jetzt sehen wir hier schon die ersten Böller mit diesem Graffiti besprüht. Da läuft er durch. Da vorne sehen wir den Bus und vor dem Bus steht dann auch unser Auto, mit dem wir exfiltrieren können. Kostet 5000 Rubel der Spaß. So, jetzt zeige ich euch mal, was passiert war, als ich das Auto noch nicht da stand und ich nicht wusste, wo das Auto überhaupt stehen sollte. Bin ich einfach mal hierher gelaufen und ja, kein Auto gesehen. Dachte mir, ja, geht da hinten weiter, die Straße streckt sich ja noch ein wenig. Guckst einfach mal, was hier hinten, ob das Auto hier hinten ist. Und schon gab es einen auf dem Pelz. Und das war's. Gut, aber wir laufen wieder zurück. Wir wollen ja noch den gepanzerten Zug. Den Ex-Fill wollte ich euch ja noch zeigen. Also mit Vollgas hier wieder zurück, die Strecke. Aber man kann schon sagen, also ist nicht gerade eine kleine Map, Lighthouse. Auf alle Fälle gut für Endurance. So, jetzt hier rechts rein. Da sehen wir schon so ein altes Bahnhofsgebäude. Da oben sind ein paar Kräne und die Schienen rechts von uns. Wir laufen einfach mal hier an diesem, wie heißt das Ding? Habe ich jetzt vergessen. An dieser Kiste vorbei. Und Gabelstapler. Und sind jetzt hier auch schon an unserem Ex-Fill. Gut, dann drehen wir uns einfach mal nach links, laufen hier durch die Mauer durch und sind auch schon gleich an unserem Northern Extraction oder Northern Roadblock. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es jetzt heißt. War mir auch nicht sicher, ob ich dann an der richtigen Stelle bin. Ich hatte jetzt eigentlich schon vermutet, es müsste jetzt langsam mal losgehen. Wir sehen es auch gleich, werde ich nochmal prüfen, ob ich den überhaupt habe. Ja, Northern Checkpoint heißt das Teil und tja, und dann blieb ja eigentlich nur noch diese Ecke hier und das war sie auch. So, jetzt haben wir noch was vergessen. Und zwar erstmal hier der Spawn. Habe ich mal, war ich neugierig, musste gucken, wo ich bin. Und das ist dieses Häuschen, was wir schon im Trailer gesehen haben. Ich weiß nicht, was das ist, so ein Strandrestaurant oder Strandhotel oder so. Wahrscheinlich Restaurant eher. So, und dann laufen wir mal davon weg in diese Richtung, sehen auch schon den Tunnel, an dem wir vorhin gespawnt sind. Da laufen wir jetzt mal hin. Laufen hier einfach vorbei, einfach hier hinten weiter raus. Ja, und langsam hatte ich eigentlich so das Gefühl, das Exit müsste doch hier irgendwo mal auftauchen. Ich habe schon Angst, dass der nächste Sniper hier irgendwie auf mich schießt, weil ich auch nicht mal geguckt habe, wie es aussieht und so weiter. Ich habe einfach hier probiert, wo es sein könnte. Wollte erst hier den kleinen Weg in die Berge da hoch.
Dann dachte ich, ach, lauf einfach weiter hier hinter. Und ja, jetzt sind wir auch schon da, an dieser Mülltonne vorbei, an diesem Bagger vorbei. Hier war es mir dann allerdings schon wieder etwas mulmig, als ich dieses Zaunstor gesehen hatte. Ja, aber hier war auch schon dann der Exfil und alles ging gut. So, unser Küstensporn. Hier sehen wir die kleinen Häuser. Ich weiß nicht, Ferienhäuser, Strandhäuser oder was das sein soll. Und ja, dann dachte ich, laufe einfach mal am Strand weiter. Habe ich auch gemacht, Richtung Leuchtturm, den man da sieht. Und hier unten so ein paar kaputte Häuser entdeckt. Und dann war ich, dann war ich neugierig und dachte mir, hey, schau doch mal Richtung Leuchtturm. Vielleicht gibt es ja hier ein Exfil. Ich wusste es ja nicht. Ich habe die alle ewig und drei Tage zusammengesucht. So, aber hier exfiltriert gar nichts. Stattdessen gab es eine auf dem Pelz, noch eine. Ja. Und du kommst auch nicht mal weg hier. Der schießt, hat sich auf dich eingeschossen. War allerdings ein Scheißschütze. Ich konnte noch ein paar Meter laufen. War nicht so krass wie bei dem militärische Checkpoint. Ja, am Ende hat er mich fertig gemacht. So, hier, der nächste Spawn ist irgendwie im Gebirge. Ich bin erstmal gedreht, keine Ahnung, wo ich war. Bisschen rumgelaufen und einen kleinen Fluss oder See entdeckt. So einen kleinen Tümpel. An dem bin ich dann vorbeigelaufen. War hinten auch alles begrenzt, die Map war begrenzt, das blieb eigentlich nur meiner nach links, rechts oder geradeaus. Ich entschied mich dann für geradeaus und ja, dann kommen wir auch hier in dieses kleine kaputte Dörfchen, was irgendwie mich an Shoreline erinnert. Dann kann man auch hier über diesen Steg, kann man in dieses kleine Dörfchen dann vordringen. Und wenn man durch dieses Dorf weitergeht, es geht, glaube ich, nur eine Straße, die ihr nehmen könnt. Gibt bloß eine Straße hier raus und die führt euch dann wieder auf die Hauptstraße. So, der nächste Spawn war wieder im Gebirge. So, der nächste Spawn war auch wieder im Gebirge. Habe ich mich mal ein bisschen gedreht wieder, geguckt, vielleicht irgendwas Markantes zu erkennen. War dann neugierig, wollte gucken, wo es hingeht. Aber hier war die Map begrenzt. Hier ging es also nicht weiter, also wieder zurück. Da sehen wir hinten so einen kleinen See mit einer Insel drauf. Auf die Insel könnt ihr auch drauf laufen. Da sehen wir die Kuppel von Reserve, würde ich sagen, oder? Hier ist ein Schild, da steht Mine drauf. Also da nicht lang gehen. Hier ist auch wieder die Map begrenzt, hier kommt ja nicht hoch. Da haben wir wieder ein Wasser. Ich bin dann erstmal wieder den Weg zurückgelaufen. In diesem Schild mit der Minen, mit der Warnung für Minen vorbeigelaufen. Und ja, nochmal kurz zum See. Später bin ich dann nochmal auf die Insel gelaufen in einem anderen Raid. Ihr könnt dann durch das Wasser, wo das Gras wächst, könnt ihr auf die Insel drauflaufen. Gefahrlos. So, dann wollte ich allerdings wieder einen hohen Punkt finden, von dem ich mal schauen konnte, wo ich überhaupt bin. Da vorne waren schon die ersten Häuser zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr Glück als Verstand hatte. Weil wir wissen ja, da war das Schild mit den Minen. Und da vorne sehen wir schon das Klärwerk. Wir könnten also jetzt gerade runterlaufen. Hier nochmal ein anderer Raid, wo ich auch beim Klärwerk war.
Aber anstatt jetzt hier den Weg runter zu laufen, dachte ich mir, guck mal noch ein bisschen von oben die ganze Sache an. Bin dann runtergerannt und ja, hier scheppert's schon. So, ich hatte euch ja versprochen, am Anfang, wo wir hier auf dem Weg zum Military Checkpoint waren, was passiert, wenn ihr hier auf den Schildern gucken wollt, was draufsteht. Ja, die wollen es euch nicht sagen. Hatte auch noch meine Splints vergessen, hatte mir einen Bruch geholt bei der Mine. Und dann dachte ich mir, wenn du schon dabei bist, dann guck doch einfach mal, wie weit sich das hinzieht mit den Minen hier. Haben wir hier noch ein Warnschild? Wahrscheinlich, wie gesagt, die zeigen in die falsche Richtung, diese Idiotenschilder. Keine Ahnung, wer die aufgestellt hat. Ein Vollbekloppter wahrscheinlich. Dann dachte ich nur, gut, dann wird es das wohl gewesen sein, wo die zwei Schilder drin stecken. Guckst mal hier den kleinen Hügel hoch. Aber auch noch eine Mine versteckt. Ja, Heilung hat sich nicht mehr gelohnt. Ich hatte eh nichts mit. Hier war schon Hopfen und Malz verloren. Von daher dachte ich mir, oh, lauf einfach weiter. Da war die nächste Mine. Aber schon eigentlich ganz schön krass. 4 Minen mittlerweile schon geschluckt. Und er läuft immer noch. Ein Bein ist weg, das andere macht noch seinen Job. Nun wollte ich es nochmal wissen und dachte mir, guckst mal hier jetzt. Gehst mal ein Stück weiter am Rand lang. Und hier ging es dann gut. Also hier kann man sich wahrscheinlich gefahrlos hinbewegen. Ja, mit welchem Ziel? Sei dahingestellt. Konnte ich jetzt weiter nicht erforschen. Hab dann auch disconnected. So, noch ein Spawn. Hier unten wieder in so einer Senke. Wir sehen oben schon so eine Straßenlaterne. Hinter uns ein kleines Tümpelchen. Ein kleines Gewässer da oben. Schon die Häuser vom Ressort. Wir laufen hier hoch, kommen auf die Hauptstraße. Da hinten sehen wir schon diese Brückenpfeiler mit den Stahlseilen. Das ist also der Norden. Und wenn wir hier zurücklaufen würden, würden wir nach Süden laufen.